geht es dann nach Laboe. Guten Morgen, Freunde der Sonne. Wir haben es jetzt 11 Uhr. Wir sind unterwegs zu Sky. Wollen ein bisschen was einkaufen, frühstücken und so. Wir sind alle so ein bisschen angeschlagen irgendwie von gestern, obwohl wir nicht getrunken haben. Und ja, irgendwie, weiß nicht, sind wir das wohl nicht so gewohnt, irgendwie so viel zu laufen und so viel zu machen und so. Und gestern war es schon echt, ja, weiß nicht. Aber war auf jeden Fall geil. Heute geht's wieder los. Wir haben jetzt schon laut App irgendwie 17 Grad und es fühlt sich so warm an. Also wir feiern das übertrieben. Und dann schauen wir mal, wie der Tag heute so weitergeht. Wir freuen uns, glaube ich, alle auf Eckernförde. Ja, sagt er. Ja. Und dann werden wir da mal gucken, ob wir vielleicht heute den Vatertag sozusagen ein bisschen nachholen, ein bisschen was trinken oder so. Weil gestern bin ich doch noch gefahren und alles. Ja, schauen wir einfach mal, wie das weitergeht. Also ich, wie gesagt, ich habe auch schon bei eBay so reingeguckt, mal irgendwas gebraucht. Ich brauche ja auch nichts irgendwie, was jetzt so überprofessionell ist, sondern ich will damit halt mal gescheit fahren können, so ein bisschen. Ne? Besser als so mit so einem Skateboard. Also in Köln, wie gesagt, war das halt. Hast du noch ein altes Skateboard? Ja, genau. Kauf dir für 20 oder ich glaube 23 Euro Bones Red, das sind die Kugellager. Ja. Und dann investierst du nochmal so 60 Euro für Rollen, für Longboard-Rollen. Und dann geht das Ding ab wie Schmitz Kassel. Reicht völlig. Ja? Dann hast du, na, sag, 80 Euro investiert vielleicht. Also Bones Red kosten, glaube ich, 22 Euro oder 23 oder maximal. Zwischen, okay. Ich glaube, für 19 gibt es auch eine, aber die halten nicht mehr ganz so lange. Ja. Bones Red und dann legst du die nach dem Winter, kaufst du die aus der Apotheke, das kostet einen Fünfer. Flasche 70%igen Alkohol. Da musst du ein bisschen diskutieren, die sagen ja, nicht trinken und so und dann sagst du hier Longboard und tralala. Dann nimmst du die Kugellager einfach raus, legst sie da rein, tupfst sie dann mit Zewa ab, gibst so ein ganz, ganz, ganz wenig Öl rein und ballerst sie wieder rein. Dann laufen die wieder wie neu, ist sie ewig und die rollen. Da sind zwar irgendwann, meine sind auch schon ziemlich abgerockt, aber die gehen immer noch ab so. Ja. Und dann guckst du ein bisschen, sagst irgendwie eine weiche Gummimischung. Die haben, passen sich tendenziell, verformen sich ein bisschen mehr. Das heißt, du hast nicht ganz so viele Widerstände, wenn du über und so. Und dann kannst du auch mit dem Skateboard, geht das gut ab. Du musst halt bloß gucken, dass der Abstand zum Deck, Board, genau, passt. Ne? Ja, aber das Ding ist, du brauchst ja auch die Achsen gar nicht so, oh Gott, gar nicht so weich einstellen, weil du ja auch, wenn du die fetten Rollen hast, immer noch heben und drehen kannst. Ja, genau. Kannst, so. Weil ich da das heißt, du musst die Achsen nicht so weich einstellen, dass die draufkommen würden. So. Ja. Du gucken, wie groß die sein können, die Rollen. Aber es gibt auch sonst mittlerweile Longboard-Rollen, die ein bisschen kleiner sind. Einen kleineren Durchmesser und dann... Ja, krass, das werde ich mal gucken, auf jeden Fall. Ja, wie ihr jetzt gesehen habt, schon mittlerweile, glaube ich, sind wir jetzt auf dem Sportplatz gelandet. Und zwar musste Daniel jetzt kurzfristig noch zum Training, weil der macht so ein bisschen Leichtathletik, Speerwurf und so und muss jetzt halt ein bisschen trainieren. Und da sind wir dann noch hingefahren. Das heißt, wir sind jetzt nicht weiter noch irgendwo unterwegs und so. Und da wir es jetzt auch schon wieder knapp 6:30 haben, wird das wahrscheinlich heute auch wieder nichts. Das heißt, wir grillen jetzt hier irgendwo in der Umgebung, vielleicht irgendwo noch am Strand oder so. Ja, für euch tut es mir leid, dass ich euch nichts mehr zeigen konnte und so. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Wie gesagt, nachher irgendwie noch ein bisschen grillen, vielleicht geht ja doch noch irgendwie eine Kleinigkeit oder so. Jetzt habt ihr eben gerade ein kleines Gespräch mitgekriegt vom Longboarden und so. Ich habe hier nämlich Jonny am Start, den Kumpel von Daniel, der sich halt so ein bisschen damit beschäftigt und ein bisschen habe ich halt auch schon mal geguckt bei eBay und so. Vielleicht habt ihr da auch kleine Tipps für mich, woran ich da mich halten muss oder so. Irgendwie habe ich da auch ein bisschen Bock drauf. Ja, und dann sehen wir einfach mal weiter, was so passiert. Also bleibt noch dran und dann schauen wir mal.
Mann. Du bist oft dabei, sag ich dir. Wobei? Auf dem Video. Ich bin auch ein Fahrradfahrer. Ja. Ich habe das Video jetzt gerade zu Ende geschnitten und mir ist halt aufgefallen, dass ich überhaupt gar kein Ende irgendwie dazu geschnitten habe oder beziehungsweise aufgenommen habe. Deswegen wollte ich mich jetzt hier erstmal so ein bisschen entschuldigen, dass das so ein bisschen verplant war der ganze Tag, aber es ist halt spontan auf einmal aufgetaucht, dass mein Kollege dann Sport hatte und noch Training gemacht hat und so. Aber trotz alledem, morgen, also in dem Video morgen, geht es dann nach Laboe. Und da zeige ich euch auch mal ein bisschen was. Also bleibt dran, guckt das nächste Video, guckt den nächsten Vlog. Wenn euch der Vlog hier trotzdem gefallen hat, bitte gerne einen Daumen nach oben und abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns im nächsten Video auf jeden Fall wieder. Also, haut rein.